Hallo liebe Luke-Freunde. Ja, ich lebe noch. Ja, ich habe schon ein paar Tage, ich weiß nicht wie viel, schon lange Videopause gemacht. Weil erstmal hat mir gut gegangen, da habe ich gedacht, mache ich jetzt Pause. Und dann noch Fahrradunfall habe ich gehabt, war der Autofahrer schuld gewesen. Und dann hat der Arzt gesagt, ich habe noch Prellung gehabt, ein Knie und mein Arme dadurch. Und ich muss noch zu Hause liegen und schon. Und neben das habe ich kein Videos mehr weitergedreht. Und jetzt wieder jetzt noch einen Gartenrundgang machen von April. Habe ich überlegt, weil viele Leute gucken gerne in meinen Garten, was da kreuzt und was wächst und die Tiere und so. Da freue ich mich so gerne und ich zeige euch, was ist los bei meinem Garten. Hier wächst noch diesen, ja, es nur mal, ihr seht das, was es ist, Flieder. Ein schöner Flieder, lila. Das ist ein Ableger. Habe ich schon Sonnenschutz gegen Schattenschutz hingestellt und wächst prächtig und deilt. Hier habe ich was gefunden, so eine Art Glockenblume. Ich weiß nicht, was das ist. Schreibt bei mir in die Kommentare. Diejenigen haben Ahnung, was das ist. Das ist eine schöne Blume, fällt mir. So zufällig hier bei mir im Garten gewachsen. Ich lasse den auch stehen. Und gefällt mir jedenfalls. Eine schöne Blume. Weißt du, was das ist? Schreibt bei mir in die Kommentare, was das ist. Und hier ist mein Aronia-Beere. Immer noch schön grün und prächtig. Und hier noch diesen, die blauen. Ah, ich weiß nicht, die Namen. Schreibt auch viel lieber bei mir in die Kommentare. Ich vergesse immer die Namen von den Blumen. Ich bin nicht so Blumenfachmann, aber in jedem Fall, da wachsen auch schöne Blumen. Da hinten sind noch mehr davon. Da sind auch noch Mohn. Das sind die nicht nur mal Klatschmohn. Das sind diese Schmuckblumen. Da wenn die soweit sind, mache ich auch extra noch das vorher ein Video noch, wie die schön blühen. Und hier mein Apfelbaum. Schön. Blätter. Und hier hinten sehe ich noch ein paar Bienchen. Trotz mit zu Blätter gehen die wieder hin. Oh. Ich möchte gerade zeigen, wo ist die Biene. Beispiel, da ist eine Biene. Ein Bienchen. Herr Bienchen, wo bist du? Ach, ist jetzt egal. Ach, Sache. Ist mein Garten. Hier ist meine neue Rose. Sieht so aus. Habe ich beim Baumarkt gekauft. 10 Euro hat die gekostet. Ja, ich weiß, ich darf nicht so Werbung machen, aber trotzdem, ich bin so ein Typ, ich mache immer die Wahrheit, sag ich immer. Hat 10 Euro gekostet, fast 9 Euro, noch was, kann man sagen, fast 10 Euro. Und hier, ich habe noch Salate angepflanzt. Salate schreien nach Wasser. Nach Horchwurst zu schreien. Ja, ist noch ein mit zu heiß. Abends, heute Abend gieße ich mal die Salate. Und hier die, wie heißt nochmal? Die Beeren da, die rote Beeren da, die Stachelbeeren nicht. Hannisbeeren auch nicht. Hannisbeeren? Nein. Brombeeren. Zwei rote. Einmal die dicke rote Sorte, einmal zu Saft machen und zwei goldene.
habe ich jetzt so eingepflanzt. Ja, ich habe hier manchmal hier Kinder und ich sage, konnte ich auch bei mir im Garten naschen. Und hier sind meine Erdbeeren. Was ich sehe, die kommt schwach raus. Die ist schon kräftig. Und die ist nichts geworden. Das ist die weiße Sorte. Aber dafür habe ich zwei andere von den weißen. Ja, ich weiß, ich wusste ja Unkraut zupfen und weghaken mache ich auch. Aber ich war ein paar Tage krank gewesen. Und ein Gärtner, wenn er krank ist, kann er nicht so viel machen. Hab ich eben schon erzählt. Was wächst denn noch? Achso, die Eimers. Da züchte ich Rosen. Bei diesen Eimers. Ich darf nur nicht aufmachen. Und was gibt das noch? Hier die Primel. Wächst und dalt. Schöne Blüte hat die. Super perfekt. Tulpen kommen raus. Narzissen? Na, heißen Narzissen? Weiß ich nicht. Schreibt bei mir Kommentare, ich bin nicht so sicher mehr. Viele Leute sagen Osterglocken, aber ich sage nicht nach Osterglocken, der haben auch einen anderen Namen. Ich vergesse immer die Namen immer. So, wir erfinden uns immer mein Rhabarber. Ihr wundert, der wächst prächtig. Schön wächst der. Und ich bin zufrieden damit. Und hier ist auch eine Beeresorte. Das ist diesen, kennt ihr die schwarzen Beeren? Und dafür habe ich im Baumarkt gekauft die weiße Sorte. Ich weiß nicht, wie die heißen jetzt. Die beiden Brombeeren. Ich habe mit den Namen zu viel zu tun. Nee. Aber in dem Fall, ihr wisst, ich zeige mal weitere Videos, wenn die schon groß und wenn die tragen, die das. In jedem Fall, wie das sehen, das schmecken so eine leckere Beerensorte in jedem Fall. Hier ist mein Pflaumenbaum. Den habe ich den Garten übernommen, hatte so gestanden. Und ich muss mal eine Story erzählen über diesen Pflaumenbaum. Er hat letztes Jahr gar nichts getragen gehabt. Anfang an, ich habe einen Garten frisch übernommen. Hat nichts getragen. Und dann, ich habe meinem Vater gesagt, ich sollte ihn rausschmeißen, wegschmeißen. Und den verbrennen. Und ich habe ihm dann später gesagt von dem Baum, Hammer, wenn nächstes Jahr wir nichts trägst, dann hol ich diesen Kamin da vorne. Und dann, nächstes Jahr hat er gemacht, getragen. Das war lustig gewesen. Hier kann man so schöne Blütenknospen sehen. Aber irgendwann, das ist lustig gewesen. Der hat doch trotzdem sehr viele gute Früchte getragen gehabt, diesen Baum. Dieses Jahr wird er auch bestimmt nochmal tragen. Nee. Und hier ist nochmal ein Apfelbaum. Ich weiß nicht, was für Sorten das sind, so Äpfel, aber irgendwann, das sind so gute Äpfel. Wie kann man so schreiben? Die schmecken wie so Honig. Geschmack. Ich habe so Äpfel, die Kinder, die sagen, ich sage immer, die Äpfel, die haben so besonderen Geschmack wie so ein Honiggeschmack. Und die Kinder glauben das nicht und dann beißen die rein und dann sagen, ja, habe ich recht, die haben wie so ein Honiggeschmack, die Äpfel. So ein bisschen so süßliche Geschmack haben diesen Äpfel. Das ist sehr schön dabei. Das sollte mein Erdbeerbeet sein, aber was lauter Erdbeeren sieht man nur Unkraut.
Unkraut, Unkraut, Unkraut. Ich weiß es nicht. Ich muss Ende dieses Jahr diesen Erdbeeren umpflanzen, Unkraut befreien und diesem Beet alles Unkraut wegmachen. Hier kann man sehen, hier ein paar welche Erdbeeren. Kann ich mal näher kommen? Was wir hier, das sind so schöne Pflanzen, kräftige. Und Unkraut, das muss eigentlich weg. Aber ich muss ihnen was unternehmen. Die vermehrt sich wie gut, die trägt schöne dicke Früchte. Ich zeig mal euch, die sind so weit zu tragen auch. Diesen schönen Erdbeeren. Ich liebe gerne Erdbeeren, die schmecken echt lecker. Auch Kinder. Ja, ich habe keine Kinder, aber ich bin aber kinderlieb. Ich lasse immer Kinder hier rein und die kommen bei mir und naschen die bei mir. Okay. Hier kommen wir jetzt weiter bei meinem dritten Beet. Da wachsen sehr gut, kann man schon erkennen. Spinat. Ich habe doch im letzten Mal öfter erwähnt. Spinat angepflanzt, ein paar Reihen. Radieschen. Da wusste ich noch irgendwie, wie heißt man diesem Wort? Ein bisschen rausreißen, wenn er schon liegt. Zwiebel. Das sind die dicksten Sorten. Und was kommt noch? Gehen wir gucken jetzt bei dem Birnbaum. Diesen Birnbaum, der schönste Birnbaum. Ja, ein bisschen habe ich einen Schaden gemacht damals. Hier unten habe ich unten einen Schaden gemacht, auszusehen. Mit meinem Freischneider. War so doof gewesen, aber er lebt. Was hatte diesen Birnbaum? Knospen! Super! Ich habe ein Problem mit diesem lieben Birnbaum. Schau mal ganz genau, was er hat. Und kann sein, könnt ihr mir irgendwie Tipps geben, wie kann ich das helfen. Beispiel das hier. Ich weiß nicht, was das ist. Dass ich immer irgendwie dringend loswerden. Schreibt bei mir Kommentare. Ich bin eigentlich ein Bio... Ich bin ja auch ein Biogärtner, ne? Ich bin ein Biogärtner. Ich will bio-nötig das loswerden. Keine Chemie, aber in irgendwas anderes. So, keine Ahnung, ich habe gehört mit Milch Wasser. Ich weiß nicht, das stimmt irgendwie, aber ich will das irgendwie das loswerden und sonst geht der ganze Baum kaputt. Ich habe selber einen Strauch gehabt da hinten in der Ecke und er hat das auch gehabt, sehr viel überall. Und dann ist er kaputt gegangen. Und das hat er jetzt angesteckt mit meinen Birnbäumen. Der hat das überall. Hier, hier. Schreibt bei mir in Kommentare und was so ein Tipp kann das mit Bio irgendwie weggehen, das diesen Krankheitsfall. Der so Art, ich sag so Art Pflanze, aber ich weiß nicht, was ist so Art Pflanze, aber das muss weggehen jedenfalls. Hier sind wir beim zweiten Birnbaum, der hat etwa weniger. Das ist irgendwie komisch. Das sind zwei Birnbäume. Das sind so ein männliches und ein weibliches. Mit weiche Birnen. Das sind etwa einmal mal Christbirne und einmal... Oh Mensch. Ich weiß nicht, wie die heißen noch. Aber in dem Fall, das sind schöne, wie ihr seht, Bäume. Kein Sein. Blühen die noch. Da zeige ich auch noch, wenn die blühen. So, YouTuber-Freunde, das war's jetzt mit meinem Video. Ich darf nicht so lang machen. Ja, wenn ich jetzt so lang... Ich bin immer automatisch beschäftigt. Okay, abonnieren vergessen. Wenn hat die Video gut gefallen, Daumen hoch. Wenn hat schlecht gefallen, Daumen runter. Schreibt Kommentare, was habe ich immer gesagt. Beispiel hier mit diesem Birnbaum. Was kann man diesen...
Zeug irgendwie wegmachen oder diesen einen Kommentar mit dieser eine komische orange rote Glockenblume, was das ist, so Art Kräuter oder ich werde das noch weiter bewirtschaften, meinen Garten gleich. Und weiter befehlen, nicht vergessen. Bis nächstes Mal, euer kleiner Hobbygärtner Manuel.